Ohne ihn und ohne sein Tor hätten wir es nicht geschafft. Riesenapplaus für unseren Alf Minzel. Alf, ich hatte mal vor vielen Jahren das Glück, mit Helmut Rahn nochmal über sein Tor von 1954 zu sprechen. Er hat gesagt, er musste es ungefähr 20.000 Mal erzählen. Es hieß immer wieder, Helmut, wie hast du das gemacht? Ich sag mal jetzt, wir sind zwar nicht Weltmeister geworden, auch wenn wir uns so gefühlt haben wie nach dem letzten Spiel, aber ich sage auch nochmal, Alf, wie hast du das gemacht? Also 20.000 Mal habe ich es noch nicht erzählt, aber ein paar Mal waren es schon, ja. Ja, war ganz kurios, weil wir eigentlich mit allen Mann vorne waren, nur noch David Blacher, der Kleinste, war hinten. Und Stuttgart hatte drei vorne gelassen und hat David, danke Jonne, den Freistoß noch rausgeholt, wundersamerweise gegen drei Gegenspieler. Und ja, dann kam der lange Ball halt, Pezzo hat ihn verlängert. Und dann wollte ich eigentlich mit links gleich schießen, habe gedacht, scheiße, geht nicht. Dann musste ich ihn nochmal mitnehmen, hatte dann auf dem rechten liegen und dann hatte ich mir eigentlich nur noch gedacht, schau, dass du das Ding jetzt ordentlich triffst und irgendwie aufs Tor kriegst. Wenn dann hält, ist okay, aber schau, dass du wenigstens triffst mit rechts. Und ja, dass er dann rein ist, war natürlich überragend. Ne? Und es hat aber dann auch einen Moment gedauert, bis ich wirklich kapiert habe, dass ich ihn echt mit rechts reingeschossen habe. Ja. Als du dann endlich nach den Jubelarien in die Kabine gekommen bist, wie viele WhatsApp-Nachrichten waren da schon aufgelaufen? 167. Auch Überraschende dabei von Leuten, wo du gar nicht wusstest, dass die Fußball gucken, oder waren dann doch alle aus dem Freundeskreis? Ja, es war querbeet alles dabei. Also es war von Leuten, wo ich gar nicht wusste, woher die eigentlich meine Nummer haben. Aber auch ganz alte Freunde, ehemalige Mitspieler teilweise, von denen ich schon 10 Jahre nichts mehr gehört habe. Ja, war Wahnsinn. Also wie gesagt, das eigentliche Wunder war, wie die alle an meine Nummer gekommen sind. Aber ja, es hat mich natürlich unglaublich gefreut. Klar, es waren so viele überraschende Nachrichten auch von Leuten dabei, wo ich jetzt nicht erwartet hätte. Ja. Danach bist du zum Angeln gefahren. War es die richtige Ruhe, um, sag mal, diesen Saisonendspurt zu verarbeiten? Ja, normalerweise bin ich immer schwer motiviert beim Angeln. Also bereite mich da brutal vor und der Platz muss stimmen, anfüttern muss Ding. Und dieses Jahr lief das dann doch ein bisschen anders. Durch die ganze Anspannung habe ich die Ruder einfach irgendwo hingehauen. Da liegt sie gut. Und dann haben wir halt ein paar Bier aufgemacht. Das lief diesmal irgendwie etwas anders. Also das Angeln hätte ich mir grundsätzlich auch sparen können. Wir haben eigentlich mehr getrunken als geangelt. Und ja, die Anspannung, die hat sich dann schon da halt gelöst. Also das war halt schön. Wir waren unter uns, konnten die Sau ein bisschen rauslassen. War schon super, ja. Wir wünschen natürlich noch viele Tore auch mit rechts von dir. Aber mit Sicherheit nicht mehr so in allerletzter Sekunde um den Klassenerhalt. Was nehmt ihr euch für die neue Saison vor? Wie schätzt du jetzt die Mannschaft ein? Sind ein paar Neuzugänge da? Wie waren heute die ersten Einheiten? Ich habe mir eigentlich nur eins vorgenommen, Vorbereitungsprogramm Thorsten Fröhling überleben. Mehr habe ich mir eigentlich erstmal nicht vorgenommen. Irgendwelche Einschätzungen über Neuzugänge, wie gut sie jetzt fußballerisch sind, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, das primäre Ziel ist Vorbereitung überleben. Dann wünschen wir dabei viel Glück. Nochmal danke für dein Tor, Alf Minzel. Dankeschön.